Moin Moin Leute, da bin ich wieder zurück aus meinem Urlaub und begrüße euch zurück zu Let's Play nicht Tales of Cessera, Stories the Path of Destiny. Das muss ich wirklich überlegen, wie das hieß, das Spiel. Ich hab's doch gerade gestartet. Ach man. So, es geht weiter. Diesmal muss ich entscheiden und ich werde mich entscheiden, dass wir diesmal auch wieder die liebe Zenobia entführen, gefangen nehmen. Aber mal schauen, wie es dann weitergeht. So, dann auf ins Gefecht! Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu School. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. The rabbit had a point. And Renato had a feeling she'd want to see him again. Who knows what could happen between the two of them this time around. She knows all his plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators all right, said Lupino. Taking her would change the game all right. So. Ja, ich bin wieder da, nachdem ich ja jetzt im Urlaub war und auch umgezogen bin und dann jetzt erstmal mehr Internet angeschaut habe. Jetzt habe ich endlich mein eigenes Internet, muss mir jetzt nicht mehr mit anderen Leuten teilen. Außer wenn ich Besuch habe, dann ja, aber dann entscheide ich das. Das ist halt meine Entscheidung. Ich habe die Macht dran. Und ja, ist eigentlich ganz schick. Braucht noch ein paar Möbel. Gut. Bin aus einer sehr kleinen Wohnung ausgezogen. Ja, das heißt Wohnung. Ich habe im Zimmer gewohnt. Und jetzt bin ich in der Wohnung. Eine komplett eigene Wohnung. Yeah! Aber ist noch ein bisschen leer. Man hört, schlimmstenfalls hört es jetzt ein bisschen widerhallen. Ich hoffe, das ist nicht so extrem. Aber naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Nimm Zenobia gefangen. Mitz Kapitel. Jetzt muss ich mich erstmal auf jeden Fall wieder umgucken. Ja, die Stadt überrannt, ja. Die Stadt niedergebrannt, ja. Ja, guck mal, oben ist eine Tür. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht lang. Nee. Ja, so Umzug lief alles super, muss ich sagen. Schwert wechseln. Hier will ich rein. Da gibt es zum großen Platz, der wird wahrscheinlich dann direkt sein. Na, ich gehe hier lang. Hat sich gelohnt. Eine kleine liebe Kiste. Und ein Perfect. Hier geht's nicht lang. Schade. Ja, es lief alles super. Aber ich kann sagen, noch ein Umzug muss nicht so schnell sein. Das ist Stress. Stress. Ja, da kommen wir nicht rüber, also müssen wir hier lang. Ich sag mal so, bei dem Spiel finde ich das sogar ganz gut, wenn man den Weg vorgeschrieben kriegt. Und diese Abzweigung eigentlich nur grundsätzlich in Schatzkisten finden würde, aber es ist leider nicht immer so. Aber guck mal, da unten ist so ein Feuermagier und Raben auf dem Schiff. Da würde ich gerne hin. This was the nice part of town. But the Ravens had been through here. They like to take shiny things home to their nests. Die bösen Raben. Oh, das lohnt sich. Hm? Oh, das ja, hier ist Sackgasse. Schade. Ja, du wirst.
hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist jetzt auch Arbeitswege technisch angenehmer, muss ich sagen. Ist kürzer. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder was. Oder ist das eine andere Stadt? So und 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 so, komm. Sehr schön. Renato hat gelernt so much about. What was it again? Nein! Ich will hier durch, ich will zu dem Altar. Ach, ihr seid gemein. Und Tor der Tür. Nette Feuerchen. Sieht schon schick aus. Kann man nicht meckern. Ah, wir nehmen die Tür auf. This kind of firewall. You had to warm it up to you. Ja, dann wäre man mit der Feuertür, mit der Feuerwand warm. Das ist natürlich auch mal eine Strategie. Wir sind doch hier clever. Ja, Gesundheit. Naja, schade. Ich hätte ein bisschen mehr erhofft. Nee, da wollen wir nicht zu sehr drüber. Nee, hätte ich später gekündigt, wahrscheinlich bis später besser gebrochene Gesundheit. Aber naja, besser als gar nichts. If you can't stand the heat, you thought, stay out of the flamethrower. Sehr schön. Wunderbar geschafft. Ich hätte eigentlich auch jetzt die Transportplattform nehmen können, aber so ist noch mal ein bisschen Spannung, Action, Zucker drin, da die Kiste nicht vergessen. Hätte ich fast übersehen. Aber ich bin ja neugierig. Da schnappen wir uns die. Oh, 80 schon. 80. Gucken wir doch mal, ob das reicht. Nicht. Aber ich glaube, das reicht leider nicht. Höchste Stufe. Höchste Stufe. Da fehlen mir... Das ist auf höchster Stufe. Mir fehlt nur auch das hier. Noch 20 fehlen mir. Dann habe ich's. Dann Hamburgs. What exactly was Lupino up to this time? You could see the wheels spinning inside his head. They made Renato dizzy, in fact. Was hat er vor, der liebe alte Hamsterhase? Kanalisation diesmal. Hat man beim letzten Mal, das glaube ich nicht. Oder doch. Na komm, dreh dich. Ah, man kann so betäuben. If looks could kill. Wenn Blicke töten könnten. Ja, das trifft auf die Klubscher natürlich gar nicht zu. Oh, das nehmen wir mit. Neugier belohnt, würde ich sagen. Nach und nach ausschalten schleichend. Zack. Ah, hier. So, alle Kisten mitnehmen. Zack, nochmal Teleporting. Seht ihr, wo ich bin? Und zack, ist die Tür wieder zu. Kürbiskern öffentlich, ist klar. Ja. Sehr schön. Imba-Kill. Nee, da geht's nicht lang. Ja, von hier kommen wir. Das war's hier schon.
Also, gibt es hier nichts weiter zu finden. Zack. Und schuppdiwupp. So, Lapino. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lapino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the far fair a little bit on fire, Lapino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renardo. Wir ignorieren den Plan mal. Oh, go ahead. I'm sure you know better, said Lapino. Klar weiß ich das. Ich bin der schlaue Fuchs. So, die Holten gehen wir mal rein. The new pathway made Renardo curious. So geblockt, sehr schön. Oh, da ging er ab, da ging er ab. So, was haben wir hier? Können wir das schon? Liebe Zenobia, während du diesen Brief liest, befindest du dich in deinen Gemächern und machst dich bereit für die letzte Nacht, bevor... Naja, du weißt schon, ich werde mich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du zu stolz bist, um mir zu vergeben. Ich weiß auch, dass du zu neugierig bist, um nicht weiterzulesen. Du bist schließlich eine Katze und wenn ich alles gegeben habe, um dich zu einer richtigen Kröte zu machen, ich schwöre, und du musst mir glauben, ich habe das alles nicht geplant, als ich dich adoptierte. Du warst immer mein besonderes kleines Kätzchen. Deshalb schreibe ich dies. Jetzt Wochen vorher. Ich weiß, dass ich es in der Nacht des Opfers nicht fertigbringen werde. Wenn ich dich als meine Tochter betrachte, dann ändere ich womöglich meine Meinung. Du denkst wahrscheinlich, dass ich egoistisch bin. Und es stimmt, ich bin ein egoistischer, trauriger, kleiner Kröterich, der sich vor dem Tod fürchtet. Aber was ich tue, wird letztlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich will die Macht, die ganze Macht, und deshalb werde ich meine Untertanen zufriedenstellen. Frieden in alle Ewigkeit. Auch wenn du mich jetzt vielleicht hasst. Das wirst du doch respektieren können. Du musst es einfach tun. Nur so kann ich mir für das vergeben, was ich dir antue. Ich werde dich bis ans Ende aller Tage vermissen. Versuche morgen keine Zähne zu machen. Alle werden zusehen. In andauernder Liebe, dein Vater. Okay. Er opfert sie, oder wie? Klingt, als wenn er sie umbringen will oder so. Oder, ja. Als Opfergabe oder sowas. So klingt das irgendwie. Ja, Altar. Gib mir den Altar. Das hier war, glaube ich, ganz... Greife sofort nach der vorherigen Attacke an, um den perfekten Schlag auszuwählen. Bonusschaden und doppelter Kombo-Bonus. Rang 1 von 1. Könnte man da kriegen. Das haben wir ja. Das wollte ich erklären. Töte den Gegner mit einem einzigen Schlag. Wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Das ist nicht... Das müsste mal 3 von 3. Oder war das hier? Das hier könnte auch interessant. Friere für alle außer Renault die Zeit an, wenn du in letzter Sekunde einen Angriff abwehrst. Hält einige Sekunden lang an. Ich richte bei angehackten Gegnern Schaden an. Du erholst dich von einem dauerhaften Angriff und der Angriff fällt zu Boden. Was nehmen wir denn? Griffschaden. Okay. Das haben wir ja schon geskillt. Das können wir jetzt noch mal eine Stufe höher grillen, ja, skillen. Maximale Energie könnten wir erhöhen. Das maximale Leben könnten wir hier wieder erhöhen.
oder hier einen zusätzlichen Balken. Ich nehme erstmal das hier. So, wir sind erstmal der Meister der Zeit. Ah, Mist. Das ist cool gewesen, das war. Kampf. Zack. Oh, neue Augenschaft. Welche Magie? Muss ich dann gerade mal nachgucken, was das ist. Kann ich, denke ich, mal in der nächsten Folge sagen. So. Weiter hier runter. Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up at her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She became smoke. And he noticed he had a blade to his throat. Stay a while, heard a familiar voice. Did you really think you could capture me? Zenobia said as her ship lifted off. Now I just wanted some privacy, Renato said. Renato knew she still had feelings for him. Maybe he could just cut to the chase. But was timing right for that? So. Jetzt haben wir hier zwei neue Optionen. Interessant. Also die eine Option konnte ich euch leider nicht fragen. Jetzt haben wir auch zwei neue Optionen. Das ist doch schön. Und ich hoffe darauf auf zahlreiche Antworten. Oder früher. Also. Es geht auf jeden Fall jetzt sehr regelmäßig weiter, das muss ich auch sagen. Es war halt eine notwendige Pause wegen Urlaub. Braucht jeder mal. Und der Umzug war dann leider auch notwendig. So, jetzt können wir hier entscheiden. Zwischen versuchen wir ihr Herz zu gewinnen. Renato hatte einen Plan. Er wollte Zenobia Beweise für den Wahnsinn des Imperators erbringen. Und sie davon überzeugen, sich der Rebellion anzuschließen. Aber er wusste, dass sie noch Gefühle für ihn hatte. Vielleicht sollte er das ausnutzen und sich hier und jetzt für sich gönnen. Er entschied sich dafür, dem Plan zu folgen. Aber er wusste, dass sie noch Gefühle für ihn hatte. Vielleicht sollte er das jetzt noch nicht ausnutzen. Vielleicht war es am besten, am ursprünglichen Plan festzuhalten. So, jetzt ist die Frage. Probieren wir ihre Gefühle, die Gefühle, die sie für ihn vielleicht noch hegt, zu nutzen? Oder probieren wir es, dem Plan zu folgen? Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr wollt, wie wir weitergehen, welche Sache wir machen. Und ja, dann gibt's am Samstag die nächste Folge. Heute ist erstmal Dienstag, ich weiß. Morgen ist Mittwoch. Ich muss es ja ein kleines Stück vorher aufnehmen. Ein bisschen Zeit brauche ich auch dafür, uns zu bearbeiten. So, aber wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Lasst einen Kommentar da, gerne auch Fragen, Anregungen, Nöte, Wünsche, die Lottozahlen, damit ich sie spielen kann, nehme ich auch gerne. Und ja, insbesondere schreibt mir rein, was wir nehmen sollen. Und ja, wer noch nicht abonniert hat und es Ihnen gefällt, abonniert uns. Da gibt es noch jede Menge andere Videos zu sehen und es kommen auch weitere neue. Es geht wieder langsam richtig los, wir werden wieder mehr aufnehmen. Und jetzt aber wirklich tschüss, bis zum nächsten Mal.